Ja, der prägendste Moment für uns war natürlich die Schließung, als auf einmal in den Nachrichten überall stand, die Gastronomie wird geschlossen. Das hat uns gerade als selbstständige junge Unternehmer einfach, das hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen. Es war für uns ein Moment, wo man wirklich starr zu Hause sah und sagte, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht passiert sein. Die größten Herausforderungen, das weiß ich noch, Gäste zu bekommen, Geld zu verdienen, einfach ein Team von fast 20 Mitarbeitern zu versorgen, wo du jeden Tag alles für gibst und auf einmal, wie macht man das? Und ich sagte zu meinem Vater, wir machen Außerhaus. Er sagte, Hotel zur Post, Außerhaus, was wollen wir denn machen? Ich sagte, lass uns doch Burger machen. Ja, Burger haben wir noch nie gemacht vorher. Und mein bester Freund sagte, mach doch die, die du immer beim Grillen machst. Und da ging das so viral, dass wir hier am Abend 200 Außerhausessen hatten. Wir haben es deutschlandweit verschickt, haben der Trüffelpasta zu Stammkunden verschickt. Wir haben Wohnmobile, die man nicht mieten konnte, haben wir uns vor das Hotel gestellt. Die Leute haben eine Miete für das Wohnmobil gekriegt und die Gäste konnten sich das mieten. Und hier waren ein halbes Jahr lang standen hier Wohnmobile, also Mini-Restaurants, in denen die Leute gegessen haben. Und das logistisch aufzubauen, schaffst du nur, wenn du ein flexibles Team hast und die dann wirklich einfach, der Service hat dann in die Wohnmobile mit dicken Winterjacken, als Sturm Klaus da war, da haben wir einen Teller mit drei Mann mit Regenschirm beschützt, um die da reinzukriegen. Aber die Leute waren dankbar für einen kurzen Moment, dem zu entfliehen. Und ja, das war eine logistische Meisterleistung, die wir auch außerhaustechnisch, das Essen muss warm im Karton und sollte warm auf dem Tisch stehen. Der eine fährt 5 Minuten, der andere fährt 30 Minuten, weil auch Aurich kam. Also das war so unsere größte Herausforderung. Also wir haben gelernt, dass man auch in stürmischen Zeiten nicht den Kopf hängen lassen darf. Ich habe den einen oder anderen erlebt, der hat den Schlüssel umgedreht und sagte, wir warten jetzt erstmal ab. Aber abwarten war für uns keine Option. Wir standen geschlossen zusammen und haben wirklich gelernt, wie wichtig das ist in solchen schwierigen Zeiten. Und das ist, glaube ich, so ein Schlagwort, was uns alle angeht, privat, freundschaftlich, in der Familie. Was hat das für ein Keil zwischen uns getrieben und die Leute nochmal verändert, neue Schubladen oder das Denken über Corona? Hat sich alles nochmal verändert? Man hat Leute kennengelernt, die waren gerade noch die besten Freunde und auf einmal hat man sich gestritten über Themen, wo man dachte, sowas würde nie passieren. Und ich glaube, viele Freundschaften und viele Familien sind daran auch ein Stück weit gebrochen. Und da haben wir gemerkt, wie wir gemeinsam, wenn man sich an einen großen Tisch setzt und alles bespricht, wie man es einer guten Ehe und einer Familie macht, haben wir wirklich da mit großem Mut und ich bin stolz auf mein Team. Also da schießt mir schon fast Tränen in die Augen, was die hier gemacht haben. Und sage ich ganz ehrlich, weil mein Herz trage ich, wie die meisten von euch wissen, auf der Zunge. Und ich habe gelernt, zusammenhalten, egal was kommt, ist das Allerwichtigste. Und miteinander sprechen.